So, hallo, fuck. Ich bin jetzt gerade aus Wien raus, bin vor 2 Stunden durch die Gegend gelaufen. In Wien, Survival-Tour. Problem war, ich habe mein Päckchen nicht gekriegt, mit meiner Zeltleuchte, wo auch der Tacho dran war. Der Kompass, jetzt haben wir's. 5 Tage in absoluter Wildnis. Ohne Trinken und ohne Essen. Er ist ganz auf sich allein gestellt. Entdecken Sie mit ihm die Faszination Natur im Kampf auf Leben und Tod. Dies ist die Geschichte eines Mannes, der von nichts zurückschreckt. Ein Mann, hart wie Stahl. Willkommen bei Survival. Coole Frösche da unten gesehen. So, jetzt müssen wir hier rauf. So, schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Jo, ein Kornfeld. Scheiße, Netto. Wie geil ist denn das? Geh mal an dem Netto vorbei und dann direkt oben in den Wald rein. Das ist eine gute Richtung. Ziemlich gesagt ist mein Kompass. Also, nachdem ich mich jetzt kurz verlaufen habe, da habe ich jetzt wieder die richtige Route gefunden. Ist halt echt blöd, wenn man durch den Wald tapst und da geht gar nichts. Das nervt halt einen schon ein bisschen. Aber habe jetzt einen coolen Feldweg gefunden. Ja, mit rechts und links Maiskölbchen. Und ja, da werde ich mir, glaube ich, für heute Abend ein paar mitnehmen noch. Jo, scheiße, verlaufen.
läufst dann in den scheiß Wald rein, Mann, das ist echt hier so. Oh Mann, ey. Übel, übel, das Gras, das geht mir bis hier hin. Ja, aber mal gucken. Da hauen wir uns schon durch irgendwie. Ich hätte mir wahrscheinlich doch noch ein größeres Messer kaufen sollen. So eine Machete oder so ein Scheiß, ey. Meine Schrecke. Okay. Ja, in den Scheißwald müssen wir so rein. Fuck, also ich hebe jetzt gerade die Kamera so ungefähr Kopfhöhe. Das, oh, fuck, was war das? Das könnt ihr euch vorstellen, wie geil das jetzt ist. Hier alles zu. Ja, da ist alles zu, aber hier kämpfe ich mich jetzt irgendwie durch. Das hat schon ein bisschen was so von Dschungelcamp oder Kindergarten, das Dschungelcamp. Digga, Scheiß, Mann. Ja, fuck. Im tropischen Regenwald. Also schön, ich habe so eine kleine Schneise gefunden, da werde ich mir jetzt durch hangeln. Also, bis nachher. Ich habe so unterwegs einen Baum gefunden. Der ist total verharzt von außen, hat irgendwas noch reingeschlagen hier. Und ja, werde ich mir jetzt ein bisschen Harz von dem Baum mitnehmen. Und mal gucken, ob ich mein Feuerleiter damit anlege. Bin jetzt irgendwo, haben mir schon Gedanken über Wasser gemacht und jetzt kamen so scheiß Cheater, die haben mich dann überredet. Die kamen gerade mit der Kutsche an und ja, keine Ahnung. Die haben mir direkt immer mal Wasser angeboten und gefragt, wo ich hingehe, was ich mache. Und naja, konnten es nicht glauben. Jetzt habe ich ein frisches Wasser, das ist ganz gut, weil hier ist auch weit und breit nichts, was irgendwie nach Flüssigkeit aussieht. Und ist halt scheiße. Wenn man unterwegs ist und dann gar nichts mehr zu trinken hat, dann, ich sag dann auch ehrlich, dann würde ich kurzzeitig abbrechen, dann würde ich mir auch wirklich Wasser im Laden kaufen. Das macht keinen Sinn, da wegen Dehydration da irgendwie K.O. zu gehen. Bettchen da, die können wir schön abzupfen und dann wird zum Snacken. Natürlich sind die kleinen am allerbesten. Ja, voll bitter, ich hoffe mal, das ist überhaupt Schafskarre. Ja. Und die Läuse werden mitgegessen, egal. Ja, wir sind keine dran, aber. Und mit einer Hustensaft. Ich bin nicht einmal über oder weiter wie unten gekommen. Und ich bin so am Arsch. Mein Rücken oder meine Schultern tun weh. Ich habe einen Sonnenbrand. Meine Füße tun weh, meine Beine tun weh. Ich
bin seit 10 bin ich nonstop gelaufen mit einer Viertelstunde Pause. Und jetzt haben wir 18.30 Uhr. Wenn das morgen nochmal so ist, dann kick it, aber Vollgas. Ja, man muss halt immer überlegen, was man will, will man survivalen, so richtig überleben, oder will man wandern gehen. Also beides geht ja definitiv nicht, zumindest mit den Ausmaßen, oder ja, dass man dann sagt, nichts zu essen und dann noch so und so viele Kilometer mit gestecktem Ziel, keine Chance. Also, ja, wenn es morgen nicht besser ist, dann hören wir uns nochmal. Ich weiß nicht, ob ich schlafe, mal gucken. Jo, tschüss. So, erste Nacht im Zelt. Hab relativ gut geschlafen. Jetzt ist Viertel nach fünf morgens. Vierten Sonnenbrand habe ich. Und naja, satt bin ich auch noch nicht. Sonnenbrand habe ich gekriegt, einen richtigen am Arm. Sieht krass aus, ne? Ist mal. Also für mich ist es ja eine Survival-Tour und kein Dauermarsch. Und wenn ich überleben wollte, dann würde ich auch nicht so weit laufen. Dann würde ich gucken, dass ich ja irgendwie mir ein Lager aufbaue oder sonst was. Und da versuche ein bisschen klar zu kommen. Ja, ich bin heute bestimmt oder gestern bestimmt 40 Kilometer gelaufen. Ja, und ich war heute abends, gestern Abend so K.O. Das ist voll von Arsch. Und das Problem ist, entweder man macht Survival oder man macht einen langen Fußmarsch. Beides ist nicht unterzubringen, weil es ist auch ziemlich unsinnig, wenn man irgendwie eine Survival-Tour macht, dass man am Tag 50 Kilometer läuft. So, sagen wir sich beschissen. Wir sind jetzt irgendwo zwischen Friedrichshafen und Meersburg. Und naja, also überall sind diese komischen Felder und Plantagen, was auch immer das ist. Salat und Apfelbäume, voll nervig. Naja, jetzt gucke ich mal da hinten in dem Wäldchen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, mal wieder so wie ein bisschen im Tropenwald. Und jetzt wird es ein bisschen lichter. Ist gut. Scheiße, was sind denn das für Dinge? Die sehen ja witzig aus. Erinnert mich an Evolution. Sachen, die es noch gar nicht gibt.
Ja, hier schlage ich mein Lager auf. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Jo, hier nochmal Stracke Survivaler. Ziemlich erfrischt durch das Wasser, das ich gekauft habe. Habe ich mir über den Kopf geleert, weil ich werde jetzt definitiv abbrechen. Macht keinen Sinn. Habe jetzt einen Zeckenbiss am Bauch gehabt. Bin dummerweise nicht geimpft. Habe drei Blasen an zwei Füßen. Und ja, es macht jetzt auch echt null Bock mehr. Naja, und ich muss mir jetzt noch bis nach Meersburg schleppen. Das sind nochmal 20 Kilometer. Und dann habe ich es geschafft. Dann fahre ich mit der Fähre nach Konstanz und dann holt mich meine Schwesterlein ab und dann ist erstmal chillen angesagt. Jo, also, dabei wart er nicht. Vielleicht hat der eine oder andere doch mal Bock mitzugehen. Naja, so ist das. Dann zeige ich doch mal, wo ich hier eigentlich aufbauen wollte. Ich sage ganz ehrlich, das war verdammt gruselig gewesen heute Nacht. Da hätte ich mir bestimmt in die Hose geschissen, aber ich habe Klopapier dabei, Gott sei Dank. Ja, nur kein Blasenpflaster. Naja, auf dann, nächstes Mal nehme ich auf jeden Fall ein Blasenpflaster mit. Ja, und 5 Liter kann ich da zusätzlich zu dem Gepäck zu tragen, ist auch nicht ganz leicht. Also, ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ein ganzer Mann.